Antoni hat vorgelegt, sei eine freiwillige Ehrenerklärung mit Unterschrift, eine Erklärung nach § 19 der Bundessatzung, eine Bescheinigung in Steuersachen, dass er keine fälligen Steuerrückstände habe und die Steuererklärungspflicht immer pünktlich nachkommen ist. Ein Führungszeugnis liegt auch vor, datiert auf den 15.08.2016 und dieses enthält keine Eintragungen. Die Zustimmungserklärung zur Aufnahme der Landesliste liegt vor und das war es dann auch. Herr Antoni, wie gestern folgendes Verfahren, Sie haben 7 Minuten Redezeit, nach 6 Minuten 30 gebe ich Ihnen ein Zeichen, dass Ihre Redezeit endet. Viel Erfolg. Danke sehr. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Antoni, ich bin 52 Jahre alt, von Beruf Kriminaloberkommissar. Ich arbeite beim Polizeipräsidium Dortmund, dem Kriminaldauerdienst, und bin hier auch für alle Sachen, unter anderem für Todes- und Brandermittlungen, Raub, Rauschgift, Prostitution und Menschenhandel zuständig. Darüber hinaus bin ich stellvertretendes Mitglied im Personalrat in meiner Behörde und Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Gewerkschaft der Polizei. Ich war schon immer politisch interessiert und war schlussendlich von 2009 bis 2010 auch Mitglied des Landtags von NRW. Ich weiß also, auf welchem Parkett ich mich bewegen will und kann. Ich kenne die Arbeit, bin vertraut mit den Abläufen und der herausfordernden Arbeit eines Abgeordneten. Nach meinem Eintritt in die AfD am 2. Februar 2014 habe ich mich stets für unsere Partei eingesetzt. Los ging es mit dem Sammeln von Unterschriften für die Zulassung zur Kommunal- und Europawahl, dem Kleben von Plakaten, dem Beschimpfen lassen durch die Altparteien und die Wahlkampfspruch. Unser Fraktionsbüro wurde mit Steinen beworfen, mit Farbe beschmiert und sogar beschossen. Ich weiß also, was Wahlkampf, Ausdauer, Vision und Parteiarbeit bedeuten. So war ich dann Anfang 2014 Gründungskoordinator des Landesfachausschusses 11, Inneres und Kommunales, und bis Anfang dieses Jahres auch Leiter des LFA 11 sowie Mitglied im Bundesfachausschuss Inneres und Justiz. Ebenfalls bereits seit 2014 bin ich innenpolitischer Sprecher unseres Landesverbandes und seit 2015 Mitglied im Landesvorstand. Aktuell gehöre ich noch dem neu gegründeten Wahlkampfteam an. Es heißt also, die AfD seien Populisten. Es heißt, wir, die AfD, gewinnen Wahlen und Wählerstimmen, weil wir mit den Ängsten der Bürger sprechen. Nein, meine Damen und Herren, ich bekomme Angst, da ich sehe, wie die Altparteien unser Land und die innere Sicherheit vor die Wand gefahren haben. Das, liebe Parteifreunde, will ich mit Ihnen verändern. Viele Bürger sind verunsichert, viele trauen sich nicht offen, ihre Meinung zu sagen, aus Angst vor beruflichen und gesellschaftlichen Repressalien. Und sie trauen sich erst recht nicht, sich zur AfD zu bekennen. Auch das muss aufhören, meine Damen und Herren. Es ist an der Zeit, dass wir als AfD eine NRW-Landespolitik machen, in der die Menschen nicht nur einen Teil der Antwort bekommen, sondern die ganze Wahrheit erfahren. Ich will, meine Damen und Herren, dass meine Kinder mit dem Bus fahren können, ohne Angst zu haben. Ich will, dass meine Tochter im Schwimmbad oder in die Disco gehen kann, ohne Angst zu haben. Ich will, dass meine und auch jede andere Frau in einem kurzen Rock durch die Stadt gehen kann, ohne Angst zu haben. Ich will, dass wir alle in unserem Zuhause auch zu Hause sind, ohne Angst haben zu müssen, dass gerade ein Einbrecher am Werk ist. Es muss möglich sein, kriminelle und nicht integrationswillige Ausländer schneller abzuschieben. Es muss möglich sein, No-Go-Areas aufzuräumen und diese Angsträume zu schließen. Es muss möglich sein, angstfrei bei Tag und Nacht durch unsere Städte und Dörfer zu gehen. Es muss möglich sein, einer Partei wie unserer AfD anzugehören, ohne seine Existenzgrundlage zu verlieren oder darum fürchten zu müssen. Es muss möglich sein, Politik wieder im Sinne des Bürgers zu machen. Wir brauchen eine starke, aktive, konstruktive Opposition in diesem Land. Und bis wir Regierungsverantwortung übernehmen, machen wir Regierungsarbeit von der Oppositionsbank aus. Wir müssen die Verantwortlichen in den Schwitzkasten nehmen und ihnen ihre Verantwortung gegenüber dem Volkswillen, dem Souverän, stets vorhalten. Die sogenannte Flüchtlingskrise ist keine plötzliche Krankheit, die uns getroffen hat, sondern ein hausgemachtes Problem, verursacht von "Wir schaffen es". Auch im letzten Jahr haben wir von einer
Feind Deutschland gesprochen. Die Ereignisse von Würzburg und anderswo haben uns brutal aufgezeigt, dass diese Gefahr nicht mehr abstrakt, sondern real geworden ist. Der Schutz vor Kriminalität und terroristischen Anschlägen ist, da möchte ich keinen Zweifel aufkommen lassen, Teil der staatlichen Verantwortung. Wir haben in NRW einen irren Überstundenberg im Justizvollzug und bei der Polizei. Und auch da muss man ran. Sicherheitspolitik gibt es nicht zum Nulltarif. In Zeiten von Schuldenbremse und anderen Sparmaßnahmen wurde auf dem Rücken von Polizei und Justiz gespart, während im Bereich der Versorgung von Asylanten das Geld bloß rausgeschmissen wurde. Und das nicht erst seit letztem Jahr. Mit Sicherheit, meine Damen und Herren, lässt sich nicht in Mark und Pfennig berechnen. Und es bedarf Investitionen in Personal- und Sachausstattung bei Polizei und dem Justizvollzug, und dafür stehe ich. Und wenn wir jetzt die angespannte Sicherheitslage haben, dann ist es Zeit, dass wir über das bisherige Maß hinaus und auf Höchstmaß gehen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich will keine Polizei und keinen Überwachungsstaat. In einem demokratischen Rechtsstaat muss die Debatte über Sicherheitspolitik immer bestimmt sein von einem Ring zwischen Sicherheit und Freiheit. Die Abwägung, inwieweit wir mehr Sicherheit gewinnen können, ohne selbst unsere eigene Freiheit zu weit einzuschränken, muss dabei zentral sein. Für mich steht fest, wer mit dem Terror auch nur irgendwie sympathisiert, hat in Deutschland keinen Platz. Es ist unbestritten eine der Hauptaufgaben des Staates, dafür zu sorgen, dass die Bürger in Frieden und Freiheit leben können. Dass sie sich nicht sorgen müssen um ihre persönliche Sicherheit, die Verteidigung ihres Besitzes und das Überleben ihrer Familie. Freiheit und Sicherheit sind keine Gegensätze. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Jedoch, wie bereits Benjamin Franklin so richtig gesagt hat, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. 30 Sekunden. Wichtig ist hier die Balance. Innere Sicherheit und Freiheit, der Schutz der Bürgerinnen und Bürger werden für mich höchste Bedeutung haben. Flickschusterei, wie sie derzeit aus der Not bereits betrieben wird, ist für mich keine nachhaltige Lösung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich habe Ihnen die Grundzüge meiner Konzepte und Ansätze für die innere Sicherheit Nordrhein-Westfalen skizziert. Diese schaffe ich jedoch nicht alleine und bitte von daher um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Dankeschön. Grundverhandlung, sehr schön. Da gibt es auch schon den ersten Fragesteller, bitte sehr. Ja, mein Name ist Detlef Kaul, Rhein-Sieg-Kreis. Ich bin 40 Jahre bei der Berufsfeuerwehr und wir haben bei der Feuerwehr Hilfsfristen. Wären Sie bereit, bei der Polizei auch Hilfsfristen einzuführen, damit nicht Bürger eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf Polizei warten müssen? Wir müssen in 8 Minuten da sein. Ich habe Hilfsfristen verstanden. Richtig, Hilfsfristen gemacht. Wir bei der Feuerwehr haben Hilfsfristen gemacht, vom Eintreffen des Notrufs bis Antreffen am Einsatzort. Das fordere ich für die Polizei auch, damit der Abbau der Feuerwehr... Fragezeit ist so, ja. Ich denke, es ist... Diese Hilfsfristen bei der Polizei nennen Sie immer das Einsatzreaktionszeit, deswegen habe ich das gar nicht so voll verstanden. Die gibt es. Die Polizei ist gehalten, an jedem Ort mindestens 12 Minuten zu sein. Das ist heute schon. Es wird versucht, diese Einsatzreaktionszeit zu verringern, ähnlich wie bei der Feuerwehr. Und das ist ein guter Ansatz, ja. Dankeschön. Eine Frage am linken Seite. Martin Kronberg aus dem Kreisverband Düren. Lieber Herr Antoni, meine Frage an Sie als Sicherheitspolitiker wäre, wir haben hier im Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere die Bürger, noch eine Rechnung offen mit der rot-grünen Landesregierung in Bezug auf Köln, die Kölner Ereignisse. Wie können Sie sich vorstellen, in Ihrer möglichen parlamentarischen Arbeit diese Rechnung einzufordern? Ja, zunächst einmal ist ja die Forderung bereits unseres Landesvorsitzenden schon den Rücktritt des jetzigen Innenministers. Das wäre natürlich maßgeblich, dass wir, wenn wir jetzt in den Landtag einziehen, natürlich auch im Bereich des Inneren im Innenausschuss mitwirken. Über den Innenausschuss lassen sich solche Dinge steuern, sind zum Beispiel Vertreter der LZPD. Und hier muss man ganz klar sagen, diese Einsatzkonzepte, die für Köln gefahren wurden, die waren untauglich. Die Kölner haben es versucht. Wir haben im Vorfeld der Silvesternacht Anfragen gestellt über die LZPD. Das ist die Abteilung praktisch, die das Personal, die Hundertschaft gesteuert, mehr Personal zu bekommen. Das ist nicht geleistet worden. An diesen Stellschrauben muss man drehen oder werden wir drehen.
nicht nur über den Innenminister, sondern auch in den Ministerien selbst bei den Verantwortlichen, die die Einsatzplanung für solche Dinge machen. Gehen wir dazu hin. Okay, Dankeschön. Nächste Frage. Ja, Krämer, Kreisverband Köln. Herr Antoni, Sie haben gesagt, Sie sind GdP-Mitglied. Und die gesamte GdP-Führung, Herr Plickert, Herr Malchow, das sind alles Sozialdemokraten und AfD-Hasser. Wie stehen Sie dazu und wie können Sie in so einer Gewerkschaft noch Mitglied sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin in der GdP seit über 25 Jahren. Damals war es noch nicht so schlimm mit den Hassern, wie Sie es richtigerweise sagen, wie es heute ist. Die GdP als solche macht gute Arbeit in Richtung Polizeibeamter, also als Berufsvertretung für die Polizei. Die politische Ausrichtung, insbesondere auch von Herrn Plickert, gefällt mir persönlich auch nicht. Ich habe ihn letzte Woche noch getroffen. Er weiß, dass ich AfD-Mitglied bin. Ich arbeite daran, vielleicht kommt er auch noch zu uns. Dankeschön. Nächste Frage. Herr Rudi, ich bin's nochmal, der Herr Kronberg aus Bühren. Dass man diese Fragen natürlich über den Innenausschuss klärt in Sachen Köln, ist mir klar. Meine Frage war eher, welche politischen Kampagnen Sie fahren würden als Abgeordneter in der politischen Arbeit, damit diese Sache nicht in Vergessenheit gerät und diese Rechnung noch präsentiert wird. Welche politischen Aktionen Sie vorhaben, in dieser Frage aktiv zu werden und hier die Rechnung noch mal zu präsentieren. Also ich kann Ihnen sagen, welche politischen Aktionen ich schon mal nicht vorhabe. Das sind so Irrsinnsdinger wie Blitzmarathon, die Personalbindungen und die Leute abzocken. Das ist Personal, was zum Beispiel daraus resultiert, gespart wird, ist Personal, was eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn wir Veranstaltungen haben, wie zum Beispiel Köln, sowas darf natürlich nicht passieren. Es durfte nicht passieren, darf nicht und darf tatsächlich nicht wieder passieren. Das heißt, wir müssen Vorsorge treffen. Das heißt, wir müssen Vorsorge treffen in dem Bereich, dass unsere Dienste vorher schon aufklären, dass sie wissen, wo sind denn die ganzen Tausende, die sich per Handy, per WhatsApp schon verabreden. Da müssen wir dran und das unterbinden. Die dürfen den Bahnhof in Köln gar nicht erst verlassen. Und das ist eine Aufgabe, da gehen wir dran mit entsprechendem Personal. Und das nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland. Dankeschön. Und die letzte Frage, bitte sehr. Mein Name ist Martin Breuer, Kreisverband Bielefeld. Herr Antoni, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie waren schon mal in einer anderen Partei und dort waren Sie Landtagsabgeordneter. Können Sie ganz kurz die Partei benennen und vielleicht ganz kurz den Grund, warum Sie zu uns gekommen sind? Ja. Ganz kurz, die Partei war die SPD, da war ich über 20 Jahre und von 2009 bis 2010 im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich bin 2010 zur Landtagswahl nicht mehr angetreten, 2013 aus der SPD ausgetreten und 2013 meinen Antrag gestellt und am 2. Februar 2014 in die AfD aufgenommen. Ganz einfach, die SPD ist keine Partei mehr, die wählbar ist, war sie damals nicht, hat sich immer weiter von ihren Zielen entfernt. Die Partei hat sich von mir entfernt und es gab da eine Alternative, die sich 2013 gegründet hat, die dem entsprach, was ich mir politisch vorstelle, das, was ich will und dafür, wo ich mich einsetzen will. Und so bin ich zur AfD gekommen. Dankeschön. Herr Antoni, für Ihre Vorstellung.